2, also Technik Level 2. Jetzt einräumen, wenn wir anfangen, wie man eine aufrechte Haltung, eine koordinierte Haltung jeweils voneinander zueinander in eine Achse. Okay, jetzt, also die Dame hat nicht den Rücken zurück, sie lief flach an meinen Körper. Herrlich. Ja, dann wollen wir uns mal auf die schönen Gehschritte machen mit Gegenbewegungsstellung und Seitenführung. Jetzt kann ich zum Beispiel auch von hier aus die Dame in den jeweiligen Verbindungsschritt führen, das heißt, nur meine linke Seite führt die Dame in die Promenade. Ja. Das geht auch genauso gleich, wenn ich einen Fischansatz in der Beute nicht gemacht habe, aber dann bringe auch die linke Seite zur Dame, um die Dame in die Promenade zu führen. Warum? Ich will nicht, dass der Herr das macht, dass er sich selbst in die Promenade führt. Das Ganze knicken. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Fünfer-Schritt haben, 1, 2, 3, 4, können wir entweder die Dame langsam in die Promenade führen, zurückholen, auch schnell die Promenade führen oder gar nicht. Und beim Liegeschritt gehen die Damen dynamisch nach vorne. Also habt ihr jetzt zum Beispiel aus diesen Gehschritten viele verschiedene Ansätze, um eine andere Geschwindigkeit zu haben. Also Gehschritt, ja, der linke Fuß ist frei, dann gehe ich mal schnell hier rein. Ich habe jetzt die Dame nicht manipuliert, bin nur körperlich schnell aus ihr zugegangen. Ich weiß ja gar nicht, was kommt. Ja. Ich bin noch die ganze Zeit mit. Ich sage nur, meine Körperposition und Rhythmus, was loskommt. Mach nichts aus nach. So kann der Tango auch wirklich aktiv, stark und auch schnell sein. Ja. Und auch gut. Viel Spaß damit. Dankeschön.